So, herzlich willkommen zum allerersten Shakes & Fidget Video auf meinem YouTube-Kanal. Gleich werdet ihr einfach die gestrige Epic-Ausbeute sehen, die ich im Waffenladen als auch im Zauberladen gemacht habe. Wird jetzt demnächst viel mehr Shakes & Fidget-Content auch auf meinen Kanal kommen. Also wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video und vielen, vielen Dank. So, da sind wir jetzt auch auf EU7, mein derzeitiger Main-Character. Und unser Ziel ist es jetzt, dass wir uns einfach mal ein bisschen equippen. Ich brauche generell halt hier, Schuhe habe ich gestern jetzt irgendwie schon im Shop gehabt, aber auf jeden Fall neue Handschuhe, neue Brustplatte, neue Helm, die brauche ich auf jeden Fall. Ich habe extra sogar noch ein paar schwarze Steine gesammelt. Und ich brauche auf jeden Fall auch nochmal einen neuen Extra und vielleicht nochmal ein paar Tränke, um die ganze Zeit auszufüllen. Und dann würde ich halt auch sagen, können wir auch schon anfangen zu blättern. Und wollt ihr mich unterstützen, könnt ihr mit dem Creator Code Team Filmt auch auf jeden Fall mich dabei supporten. Und auf jeden Fall werden wir nachher nochmal einige Dungeons machen. Das ist auch noch sehr, sehr wichtig, dass wir hier auch auf EU7 etwas weiter vorankommen. Okay, dieser Gürtel, den würde ich wahrscheinlich sogar mitnehmen, obwohl ich ja hier einen relativ aktuellen Gürtel besitze mit einem schwarzen Stein. Würde ich den hier wahrscheinlich dann doch mitnehmen. Sockel-Upgrade würde auch normal funktionieren durch den Hellwaiter. Haben ja sehr, sehr viele Ressourcen. Die kann ich auch mir ab und zu mal kurz nochmal abholen. Wir können auch jetzt noch den... wir können jetzt mal ganz schnell auch den Elevator durchmachen. Was auch relativ nice ist. So, da warten wir, bis wir wieder ein paar Rates-Tries haben. Können nochmal zweimal am Rad hier drehen. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns mal den Gürtel mit. Natürlich nochmal mit dem Sockel-Upgrade ab. Und würde sagen, nehmen wir erstmal hier einen der besseren Steine. Und können da auch nochmal ein bisschen was upgraden. Und dann haben wir auch jetzt auch einen neuen Helm gefunden, welchen wir auch unbedingt mitnehmen. 176 auf alle Attribute, einfach über 70 Attribute mehr im Vergleich zu vorher. Das kann sich auf jeden Fall mal sehen lassen. Verzauber nicht vergessen und jetzt fehlt nur noch Brustplatte, Waffe und Handschuhe, die wir auf jeden Fall brauchen. Schreibt immer gerne in die Kommentare, wie habt ihr eigentlich mit Shakes & Fidget angefangen? Bei mir ist es eigentlich relativ lustig, ich habe damals 2013 nehme ich mit Shakes & Fidget angefangen, aber dieses Epic, ich würde gerne ungern auf alle Attribute gehen, sondern würde sehr, sehr gerne auf drei Attribute gehen. Auf die Dreier. Oh ja, komm, ich skippe ich. Und da hatte ich damals auf S12 angefangen. Und hier bekomme ich noch meine alle Attribute Brustplatte. Schade. Und damals hatte ich, mein allererster Charakter war nämlich ein Krieger gewesen auf S12, wo ich damals gespielt habe, 2013. Da gab es ja das Ganze nicht. Also hier der Dämonenjäger ist ja auch schon eine relativ neue Klasse im Vergleich zu den drei Klassen, die es damals gab. Und tatsächlich mein allererstes YouTube-Video, was ich damals gemacht habe, war sogar ein Shakes & Fidget-Video gewesen. Jetzt haben wir hier nochmal unser neuen Pet mitgenommen. Alle Attribute Handschuhe. Also das Spiel mobbt mich gerade. Ich will doch drei Attribute haben. Ich würde mal sagen, wir können auch ein bisschen im Zauberladen blättern. Die Tränke nehme ich auch erstmal mit. Ich habe ja noch genug Gold. Da kann ich auch immer direkt die Tränke mitnehmen. Und was mich halt auch gerne interessiert, welcher ist eigentlich euer Lieblingscharakter? Ich finde derzeit, also ich habe ja noch einen Kampfmagier. Der ist, glaube ich, ja Stufe 270. Den finde ich auch schon relativ cool als Klasse. Aber irgendwie, keine Ahnung, der Dämonenjäger, der hat mir, wie gesagt, der gefällt mir auch sehr. Boah, der Ring, den müssen wir eigentlich mitnehmen, das ist relativ gut, obwohl wir auch hier wieder ein Alle-Attribute-Ding haben. Aber ich würde ihn jetzt auf jeden Fall mitnehmen. Also ich habe jetzt viermal hintereinander schon einen Ring bekommen. Also irgendwie will mir das Spiel was sagen, dass ich, glaube ich, mehr Ringe brauche. Und da haben wir auch das Extra. Boah, das ist wirklich auch eins der ältesten Epics. Also ich glaube, das war sogar mit eins meiner allerersten Epics, die ich damals bekommen habe. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Ist viel, viel besser als hier diese Taschenexplosion. Und hier kommt auch auf jeden Fall ein etwas besserer schwarzer Stein hin. Haben wir auch eine neue Waffe, die auch von der Spanne her relativ geil ist. Die nehmen wir auch auf jeden Fall mit. Und hier kommt auch nochmal ein schwarzer Stein hin. So, wir haben jetzt auch hier eine neue Brustplatte und die hat aber leider alle Attribute, aber die würde ich trotzdem jetzt mitnehmen. Und direkt danach kommt noch ein Epic, weil wir einfach, ja, ich finde so selten jetzt Epics, deswegen würde ich jetzt, glaube ich, doch sagen, dass wir noch so zwei alle Attribute Gegenstände finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Da wir auch zum Beispiel diesen Ring ja auch später ersetzen werden, beziehungsweise... Ich würde einfach sagen, dass wir hier den Stein gewinnen und dann den guten Ring hier reinpacken. Aber ich würde auch ehrlich gesagt sagen, dass wir auch normale Handschuhe nehmen, wenn wir jetzt wirklich gute Geschickhandschuhe finden. Weil die Frage... Das ist jetzt wirklich gescriptet. What the fuck?
Jawohl, da haben wir auch die letzten Handschuhe und dann sind wir auch so gesagt full equipped. Und ich bin jetzt mit meinem neuen Equipment, muss ich sagen, sehr, sehr zufrieden. Sieht auch, muss ich sagen, relativ gut aus. Und die letzte 1,5 Millionen, die wir haben, würde ich sagen, verskillen wir auch auf die Nebenattribute. Und dann würde ich sagen, können wir ja mal versuchen, ob wir jetzt den Schwarzschädelkrieger besiegen. Da sah der erste Try ja relativ gut aus. Jawohl, da haben wir den noch. Und Stufe 144. Der nächste Drache der Finsternis müsste auch eigentlich relativ easy sein. Yep, perfekt. Und der letzte, der Schwarzschädelritter, der müsste eigentlich jetzt auch noch liegen mit unserem neuen Equipment. Und da haben wir es. Und wir haben sogar noch ein Extra bekommen. Als Epic. Und Stufe 148. Jetzt sind wir hier im nächsten Dungeon. Und dort können wir jetzt auch nochmal den Clown versuchen. Gar kein Problem. Der nächste sollte aber auch nach einigen Tries klappen. Der war knapp. Und da ist auch der Messerwerfer weg. Aber wir leveln halt echt extrem gut gerade. Aber ich bin mal gespannt, wann halt auch wirklich der Punkt kommt, wo wir auch einfach im Dungeon nicht mehr vorbei, nicht mehr rankommen. So, der nächste liegt auch schon mal. Und ich glaube, hier wird es knapp. So, Stufe 160. Ich glaube, es waren jetzt einfach ein paar Tries. Aber jetzt ist halt immer auch schon das große Problem. Einfach unser ganzes Equipment, was wir jetzt gerade gefarmt haben in den letzten 15 Minuten, ist einfach wieder outdated. Jedoch würde ich aber halt sagen, dass es sich einfach nicht lohnt, so schnell das ganze Equipment zu wechseln. Vor allem mit dem schwarzen Stein. Und auch der nächste Dungeon liegt. Aber ich glaube, wie gesagt, jetzt langsam kommen wir wirklich zu einem Punkt. Da haben wir zweiter Versuch. Ich muss sagen, der Dämonenjäger, der marschiert echt durch die Dungeons. Ich brauche echt zwei Versuche pro Dungeon, um die halt alle durchzuspielen mit diesem Equipment. Aber ich muss auch sagen, das Equipment ist echt krass. Aber ich glaube, jetzt bei Madame Mystique ist es vorbei, weil Magier sind gegen die Klasse so schwierig, aber der Rat war echt ein guter Try drin. Da würde ich sagen, dass es einfach hiermit war. Es war schon richtig cool, dass wir ein bisschen geblättert haben, neues Equipment. Ja, das ganze Equipment können wir jetzt theoretisch wieder ersetzen, aber ich glaube, bis Stufe 180 würde ich das tatsächlich sogar lassen. Das Equipment ist Stufe 180, 185 und dann könnte man halt überlegen, dass man dann einfach dann nochmal anfängt zu blättern. Ich finde ja jetzt, das Equipment ist ja voll okay. Guten Morgen.